Hallo und herzlich willkommen zum wöchentlichen DD0OL QTC. In einem der letzten Videos, es ist hier oben verlinkt, ging es darum, zwei Rechner miteinander zu koppeln, die COM-Schnittstelle, die serielle Schnittstelle miteinander zu koppeln, denn auf einem Rechner lief die SDR-Konsole, auf dem anderen Rechner lief mein Log-Programm unter Linux. Jetzt gibt es ja öfter mal die Notwendigkeit, zwei Rechner seriell miteinander zu verbinden, wenn es die CAT-Schnittstelle betrifft von Transceivern oder für andere Aufgaben, wo es mit dem Netzwerk vielleicht so ein bisschen kompliziert ist mit der Softwarelösung. Und früher hätte man einfach ein Nullmodemkabel genommen an der RS-232-Schnittstelle. Die gibt es heute nicht mehr. Wir haben heute USB. Es gibt Linkkabel, allerdings sind diese Linkkabel meistens sehr kurz. Die sind unglaublich schnell, aber sie sind auch sehr kurz. Und wenn man die verlängert, wird es dann natürlich auch wieder aufwendig, beziehungsweise man stößt irgendwann an eine Grenze. Es gibt tatsächlich eine andere Möglichkeit noch. Und zwar, ich muss das hier mal wegklicken. So, es gibt tatsächlich noch eine andere Möglichkeit, das zu machen, und zwar über das RS-485-Protokoll. Ich habe mir beim China-Versender meines Vertrauens zwei Adapter bestellt für 8 Euro. Kosten die verbunden mit einer Zweidrahtleitung. Mehr braucht es tatsächlich nicht, die ist verdrillt. RS-485 ist ein Protokoll, das mit zwei Leitungen auskommt und das auch sehr störsicher ist gegen Beeinflussung von außen. So, und jetzt schauen wir uns mal, bevor ich jetzt was erzähle über das Thema, wie wir es verbinden, noch ganz kurz, unter Linux tat es sofort, unter Windows musste ich erst einen Treiber suchen, der hieß ch341.ser oder ch341.ser, aber nach der Installation wurde das Ganze erkannt. So, jetzt stecke ich den mal hier an. Ding, ding, man hat es gehört. Er wurde erkannt und auf der anderen Seite auf den Linux-Rechner. Da wird es dann auch dran sein. Und ich habe hier, Sekunde, ich habe hier TerraTerm installiert unter Windows. Das ist ein beliebiges Programm und dann COM34 USB Serial CH340. CH340 heißt einfach der Chipsatz. COM34, sagen wir mal okay, nehmen noch die Geschwindigkeit ein bisschen hoch. Serial Port 57600 und auf dem Windows-Rechner, ich bin hier eingeloggt und zwar remote, können wir mal schauen in das Dev-System und dann sehen wir TTY USB 0, das ist dieser USB-Adapter. Und wenn wir jetzt Minicom mal starten, dann haben wir die zwei Rechner miteinander verbunden, den Linux-Rechner, den Windows-Rechner. Es würde auch mit einem Mac funktionieren und das lokale Echo einschalten mit Ctrl AE. Und wenn ich jetzt Huhu hier schreibe, kommt es auf der anderen Seite an, ihr seht es unter Windows, und wenn ich ja cqdeddnull tippe, müsste das, genau, wir sehen es hier auf der Windows-Seite, da kam es an. Das ist eine sehr preisgünstige Methode, das auch zu machen, wenn man das lieber in Hardware abbilden möchte. Die Drahtlänge muss man ausprobieren, natürlich wird sich das ändern mit der Geschwindigkeit, aber die Zweidrahtleitung, die ist sehr stabil. Ja, das war's schon. Diese kurze Info, wenn ihr mal zwei Rechner koppeln wollt, seriell, ohne das über Software zu machen. Es funktioniert auch in Hardware. Das war's schon für dieses DD0OL QTC. Ich wünsche euch, was immer da ihr damit macht, viel Spaß, angenehme QSOs und bye bye.